Am kommenden Sonntag ist Europawahl. Wir wählen ein neues europäisches Parlament. Aber was macht dieses Parlament eigentlich und wen wählen wir da genau? Wir haben euch mal ein paar Fakten zusammengestellt. Also das Europäische Parlament in Straßburg bzw. in Brüssel ist die einzige EU-Institution, die wir als Bürger direkt wählen können. Und man muss sich das so vorstellen wie im Bundestag. Da sitzen auch Abgeordnete drin. Die haben eine Kontrollfunktion, das heißt, sie überwachen den EU-Haushalt, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und sie beschließen auch Gesetze, wie zum Beispiel die Abschaffung der Roaming-Gebühren. Wir erinnern uns, das waren die Gebühren, die angefallen sind, wenn wir ins EU-Ausland geflogen sind und dann nach Hause telefoniert haben bzw. SMS geschrieben haben. Die sind jetzt weg. Genauso wie, dass die EU jetzt ein Plastikverbot beschlossen hat, also zum Beispiel Plastikstrohhalme oder Plastikbesteck gibt es nicht mehr. Und auch die Dieselfahrverbote hier bei uns, zum Beispiel in Stuttgart, haben indirekt was mit der EU zu tun, denn die EU legt die Grenzwerte für Stickoxide fest. Ja, und wie läuft diese Wahl jetzt am 26. Mai, also am kommenden Sonntag, ab? Eigentlich ganz easy wie die Bundestagswahl. Ihr geht ins Wahllokal, dann bekommt ihr einen riesen Zettel, ja, da stehen verschiedenste Parteien drauf und ihr habt eine Stimme, also ihr dürft nur einer Partei eine Stimme geben und gewählt wird nach dem Verhältniswahlrecht. Das bedeutet, je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Sitze bekommt sie dann auch am Ende im EU-Parlament. Und wählen darf eigentlich jeder hier in Deutschland, der 18 Jahre alt mindestens ist. Ich werde auf jeden Fall wählen gehen und das solltet ihr auch, denn wählen zu gehen ist das größte demokratische Recht, was wir mehr oder weniger haben. Dadurch können wir beeinflussen, ob sich was ändert oder ob sich halt nichts ändert. Aber nur zu Hause rumsitzen und meckern, das bringt eigentlich gar nichts. Wenn wir nicht wählen gehen, dann können wir auch nichts ändern oder dann kann auch nichts geändert werden. Deswegen, egal was ihr wählt, ihr solltet aber auf jeden Fall wählen gehen. Ja, und alle weiteren Infos zur Europawahl findet ihr auch auf antenne1.de.